Hallo und herzlich willkommen zu der, Achtung, 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 Trommelwirbel, finalen Episode-Aufnahmesession von Moritz Vater 2 Martin Inn bei Chainsaw Man 16. Wow, wir fangen direkt wieder an mit extrem genialen Soundeffekten, die ich auch voll geil mit meinen Fingern gerade auf dem Tisch gemacht habe. Ich bin talentiert. So, als allererstes steht auf unserer Agenda, dass wir bei meinem wertgeschätzten Freund Magic OP, der immer noch mich begeistert, einmal kurz einkaufen gehen, denn wir wollen natürlich dem guten Rüdiger auch noch was spendieren. Und zwar nicht Jesus zum Trinken, auch nicht den Zwergenrevolver, den ich schon habe, fällt mir gerade auf, sondern wir wollen, wie viel Geld haben wir denn? Wir haben 2600 Aldi-Euro. Wir wollen erstmal dem guten Rüdiger was zukommen lassen, und zwar den Umhang von King Harkinen. Wir kaufen ihn einfach, ich habe die sowieso schon mal vorgelebt. Wir werden ihn auch den Squadalla-Teppich kaufen. Und gute N64-LPs, die bin ich sogar gerne bereit zu bezahlen, weil die sind von dem guten WeHawk-LP einfach immer grandios gewesen. So, wir haben noch 800, also werden wir uns, glaube ich, noch für meinen Vater einmal hier irgendwas Geiles kaufen, und zwar den Plattenpanzer aus Ök, aus feinstem Ökstahl. Das wird auf jeden Fall etwas sein, was ich gerne kaufen möchte, und das kaufen wir auch postwendend. So, wir rüsten den Kokolores aus, danke Magic Obi. Oh, ich freue mich schon voll. Wir werden zum Ende kommen. Es wird ein trauriges Ende sein, weil dieses Spiel damit vorbei ist. Aber ihr werdet endlich sehen, wie diese Geschichte zu Ende geht. Mit mir zusammen, denn ich habe lustigerweise natürlich auch keine Ahnung. So, Rüdiger, du bekommst erstmal keine Waffe. Du kriegst nur den komischen Teppich. Du bekommst gute N64-LPs und einen lustigen Umhang. Mein Vater kriegt natürlich auch noch eine Kleinigkeit. Hendrik braucht sowieso nicht noch mehr, weil Hendrik... Ja, ihr wisst es ja, Hendrik ist sowieso schon so derbemächtig. Es ist scheißegal einfach. Er braucht auch einfach nichts mehr. Und nun werden wir uns mit vollstem Enthusiasmus zum heiligen Turm begehen, den wir jetzt auch betreten können. Ich weiß zwar überhaupt nicht mehr, wo der Turm ist. Da ist er. Der unlogische Turm, der einfach in diesem wunderschön designten Land steht, was auch überhaupt nicht kaputt aussieht, wenn man sich das mal rechts anguckt. Das verschandelt die Umgebung überhaupt nicht. Aber Moment, wir werden noch etwas tun. Und zwar gehen wir zurück. Dude Lebo bekämpfen. Komm, wir nehmen uns einfach... Boah, er hat uns erstmal angestrahlt. Was soll das denn? Wir kloppen erstmal Dude Lebo. So zur Begrüßung. Hallo Dude, sehr charmant von dir. Unlogische Animation. Wir machen ihm ja nur 500 Schaden mit Auto-Attacks. Das ist ganz schön wenig. Egal. Ab ins erste Land, in die erste Stadt. Und ihr fragt euch bestimmt, was machen wir zur Hölle hier? Die Antwort ist eine relativ simple. Denn... als ich damals gesagt habe, dass dieses Spiel ein Bug enthält, und zwar im Dude Lebo Trainingslager, scheint dem nicht so gewesen zu sein. Das Gespräch mit Matze ist zwar schon relativ lang her, aber er meinte damals, ohne mich zu spoilern, dass ich noch mit der Frau im Inn reden sollte, die mir ermöglicht, in das Dude Lebo, in das Dude Lebo Trainingsland Nummer 4 zu gehen. Und das will ich euch natürlich auch nochmal zeigen. So, hallo, dumme, unlogische Frau. Wenn ich doch nur wüsste, wie ich durch das Tor kommen würde. Irgendwas mit reinem Herz und so. Weil im Moment war das vielleicht die Nonne. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das funktioniert jetzt, aber ich versuche es einfach mal. Man erzählt sich Geschichten des Jesus-Training-Geländes. Angeblich kann man mit jeder weiteren beendeten Stadt ein höheres Level von Göttlichen herausfordern. Ach, du meinst Daniel. Gay Luigi, sorry, daran musste ich gerade denken, während ich das getippt habe, weil Rüdiger da doch immer dran denkt. Und freu dich nicht so, Rüdiger. Vergiss es. So, vielleicht klappt's ja jetzt. Übrigens, wisst ihr, wer das hier ist? Das habe ich damals nicht gecheckt, leider. Das brauche ich immer noch, deswegen hole ich das jetzt nach. Es ist Jack, meine absolute Lieblingsspielefigur aus dem Spiel Silver, aus dem grandiosen Let's Play von Chainsaw Man 16. Angucken. Angucken, das gehört jetzt einfach hier rein. Ich werde es auch unter die Beschreibung packen. Ich warte, ich hab ewig Zeit. Oh, ist das Wetter so ein bisschen heiß, ne? Habt ihr es schon angeklickt? Ihr seid fertig? Machen wir weiter. Saufen ist so cool. Ist ja wie damals in Rain, das Bier hier. So, super. Da haben wir auch nochmal Jack gezeigt und euch erklärt. Wenn ihr euch immer noch fragt, wer Jack ist, schaut das Let's Play an. Ich warte wieder. Okay, nein, lassen wir das. Ich hab genug gewartet, aber ihr müsst euch das echt nach diesem Video angucken. Ich zwinge euch. So, jetzt werden wir einfach mal versuchen, ob wir in das vierte Dude Lebo Trainingsgelände rein dürfen. Das war hier Nummer 4, Jesus Combat. Okay, das ist aber nicht das Trainingsgelände, das ist einfach nur die unlogischen Dude Lebos, die gerade kommen. Und wir können in das vierte Gelände rein. Wisst ihr, wie schön es ist, wenn man von Candyland Musik aus dem letzten Part der unendlichen Quälung in diese Musik reinkommt, die nicht minder schrecklich ist?
toll. Ja gut, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, in das vierte Dude-Lebo Trainingsgelände zu kommen, was auch wieder sehr interessant aussieht. Ich nenne es das galaktische unendliche Level mit unlogischem Lasergitter und Weltall im Hintergrund. Mal sehen, was uns hier erwartet, außer schlechter Musik, was ja nichts Neues ist. Das ist unser erster Gegner und es ist 1% wie der echte Daniel. Oh Gott. Also gegen den echten Daniel braucht man gar nicht erst kämpfen, weil er ist nun mal Jesus. Und Jesus zu töten ist ein Unterfangen, was selbst aus historischem Blickpunkt nicht sehr erfolgreich ist. Und war, wenn man denn daran glaubt. Aber das ist eine andere Frage. So, ich habe ein bisschen Angst vor Daniel, deswegen werde ich erstmal... Ich probiere ihn erstmal aus, indem ich ihn einfach nur ankloppe. Wir machen einen Schaden an ihm. Hier machen wir... Rüdiger macht einfach keinen Schaden, fällt mir gerade auf. Rüdiger ist einfach unnütz. Toll. Oh mein Gott. Oh, ich strahle uns hier voll tief heilig an. Oh, Schaden. Schaden, unendlich Schaden. So, weil wir aber jetzt sowieso schon mal die Chance haben, oh, wie gut durchgeplant das heute ist, werden wir einfach mal ein bisschen Audio-Spam von Rüdiger benutzen. Wahlweise siehst, sus, saß oder säß. Wir benutzen natürlich saß, weil das ist ein Spechenwuckel. Hui, schlechte Audio-Spam-Musik und es macht... Boah! Rüdiger hat gerade mit seinem schlechten Audiospam Daniel umgebracht, den 1% Daniel. Na gut, verwundert mich nicht wirklich, weil, wie soll ich das sagen? Niemand hält Rüdigers Audiospams aus. Da stirbt man leider nach seiner Zeit. Egal! Seid ihr bereit für den alles ultimativen finalen Turm? Dude Lebo möchte uns immer noch aufhalten. Leider wird dieses Schicksal nicht mit Erfolg gekrönt sein. Es ist der heilige Turm, der dieses Spiel beenden wird. Wir werden einmal speichern. Ich habe Angst vor diesem Turm, denn ich bin mir ziemlich sicher, Matze wird dieses Finale nicht ohne einen Paukenschlag beenden. Oh, Daniel! Zwei Daniels, lass gut sein. Ich will doch endlich nur in diesen blöden Turm rein. So. Wow. Ich lasse einfach mal gerade die Atmosphäre wirken. Solchen Momenten wünschte ich, ich hätte eine Webcam hier stehen, die ihr sehen könntet. Weil ich gerade ziemlich episch gucke und mich frage, was ein solch episches Intro nur verbürgen kann. Freunde, wir sind hier vor dem finalen Paukenschlag, der Moritz Vater 2 Marginen beenden wird. Haltet euch am Stuhl fest, greift euch in den Schritt, massiert eure Eier oder wahlweise eure anderen primären Geschlechtsorgane und seid bereit für das, was kommen wird. Ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht. Es gibt nur einen, der es weiß. Chainsaw Man 16. Was wird dieser Turm mit dieser epischen Orchestralmusik für uns im Petto haben? Schauen wir es uns an, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Erstmal einen unlogischen kleinen Raum. Und Gegner. Oh Gott! Was? Was? Freunde der Nacht, das hier... Tja, ihr Arschlöcher, was sagt ihr dazu? Einfach ohne. Diesmal werde ich nicht sterben. Das könnt ihr ruhig glauben. Toasters? Natürlich, so wie beim ersten Mal. Stuff. Hang, wer ist er denn? Adventure Starting, oh, zu spät. Dinner. Ohne Animation. Tja, damit habt ihr nicht gerechnet. Ich glaube, er rechnet mit gar nichts. Dummer Insider. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht kommentieren. Also, in einem Moment der Klarheit blicken wir auf den Bildschirm und sehen eine enorm verzerrte Fotografie von Lukas, der uns Mittelfinger zeigt und so aussieht, als würde er aus dem tiefsten Loch der Hölle kommen. Ohne Animationen, sinnlose Leute haben mit uns geredet, der behinderte Rüdiger kann immer nur noch Audiospam sagen und wir müssen jetzt gegen Lukas in der Antitoleranzform kämpfen. Na gut, dass Lukas nicht tolerant ist, ich glaube, das habt ihr langsam alle gelernt, ich werde mich nicht mehr wiederholen, aber ich habe Angst, denn das wird der letzte Kampf gegen Lukas sein. Wir werden natürlich den Superöger verwenden, wir werden alles auf ihn draufklatschen, was wir einfach haben, weil ich werde Lukas nicht unterschätzen.
Aber Lukas kann halt nichts gegen den Zorn Odins machen. Und Rüdiger besäßt ihn einfach mal. Säß, säß. Oh ja, Schan! Lukas, ich werde mich dir nicht ergeben. Oh, Schan! Ja! Oh, Hendrik macht... Oh, Hendrik hat auf einmal 2000 Schaden gemacht, noch mehr. Hendrik, du bist echt der Beste. Boah, okay, Lukas fetzt derbe Alex weg. Das ist wie in der Realität. Lukas kennt keine Gnade. Aber wir auch nicht. Wieso kommt jetzt eigentlich so derbe Hip-Hop-Musik im Hintergrund? Jetzt wieder Heavy Metal oder Techno. Ich bin verwirrt. Dieser ganze Turm macht mir schon jetzt Angst. Ich hoffe, wir haben genug Heilung dabei. Super kämpfen. Super WoW. Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe mit zwei Mittelfingern. Das ist natürlich ganz schön krass. Da stimme ich zu. Hä? Wer ist sie? Ich bin eine dumme Bitch. Toll. Ich bin echt... Was? Wo kommen die random Leute her? Ich hasse Japaner und Stolz und alle anderen. Okay, geil. Okay, Lukas hat echt keine Gnade. Wir müssen echt aufhaben. Oh, ich klatsch. Klatschen, ich klatsch euch weg. Okay, seine Klatschung ist natürlich etwas, wovor ich ein bisschen Angst habe. Aber wir haben ja Alex, den Stolzen. Der macht mit seiner schwulen Hingabe und an die Macht der Liebe kann er natürlich uns erstmal alle heilen. Und Rüdiger macht aber auch gut Schaden mit seinem Death. Immerhin, keine Ahnung, an die 900.000 Schaden. Und Vater macht weniger. Krass, ey. Krass, Rüdiger, krass. Aber an Odin kommt keiner ran. Das Ende kommt nie. Er wacht über Moritz. Wer ist er? Egal, wir haben Lukas besiegt. Ja. Oh. Yay, Level up. So, und weil... Na, Moment, ich drehe mal kurz meinen Kopf weg. Moment, nicht wundern. So, das war ein Rülpser. Ich hoffe, den habt ihr nicht zu laut gehört. Er hat King Arcanian Spam gelernt und Link Spam. Link! Okay, kein Bock mehr. Ich bin nicht tot. Ich geh einfach weg. Okay, tschüss. So, wir haben Lukas ein für alle Mal besiegt. Dieser Turm hat sein erstes Opfer gefordert. Lukas in der Anti-Stalzen-Versuch... Ich kann nicht mehr reden. Ich bin zu orchestral gefesselt. Lukas in seiner finalen Form, wie bei Dragon Ball Freezer, ist nun gegangen. Nicht, weil er tot ist, sondern weil er einfach keine Lust mehr hat, was tatsächlich sehr realistisch an die hauptsächliche Persönlichkeit von Lukas ranreicht. Also werde ich mich nicht beschweren. Aber der Turm hat sein erstes Opfer gefunden und den ersten Abschluss dieser Story, denn damit ist es mit Lukas vorbei, denke ich, keine Ahnung. Vielleicht kommt Lukas wieder, aber ich glaube, jetzt ist es vorbei. Wenn wir Sachen benötigen, vielleicht können wir auch erstmal mit Alex und Peter Lustigs Buch, genau, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Hingabe. So, danke. Danke, Alex. Sehr charmant, da muss ich nicht gleich nochmal irgendwie mich mit dem Heilen und Beschützendrang wieder hochpäppeln. Achso, wir können uns gerade nochmal, wenn wir schon dabei sind, wir wollen ja alles mal gezeigt haben. Die Musik ist geil. Yeah, fetziger, schmissiger Sound. So mag ich das. Wir gucken uns gerade mal an, was er gelernt hat. Er hat den King Arcanian Spam. Wo shit? Und wir haben den Link Spam. Bombsom Dodongos. Ich hasse Matze dafür, dass er mir wieder Ich muss quasi mit der emulierten Form von Rüdiger leben, obwohl Rüdiger nicht da ist. Wow, Matze, da hast du ja ein echt super tolles Level-Design, ein echt glaubhafter Dungeon mit tollen Steinen, die unlogisch auf einer heiligen Laser-Plattform, die im Himmel schwebt, sind. Man sieht sogar die Wolken sich bewegen im Hintergrund, was soll das? Oh, egal, ich gehe zu dem Buch, hoffentlich das Buch des Schreibers. Ah, schön, ein Ort des Friedens. Ich bin das Buch des Schreibers, erzähle mir von deinen Taten und ich lasse dich ruhen. Also dann, bla bla bla. Wir wurden geheilt. Das ist schön. Da freue ich mich doch gleich. Ich muss einfach weiter aufnehmen, weil... Ne? Ich muss weiter speichern. Da ich Angst habe, aus verständlichen Gründen. Toll. Jetzt ist hier quasi einfach Luft unter mir, oder was? Luft unter mir! Mystic Knights, I come to save our life. Wow. Schlechte Dude lebe. So, hier, die kloppe ich gerade weg. Weil als echter mystischer Ritter aus Temra ist das für mich absolut kein Problem. Oh, der Dude Lemo hält aber ganz schön viel aus. Aber ich glaube, nein, Hendrik schlachtet ihn ab. War nicht anders zu erwarten, er gibt doch keine XP. Sag mal, ist das ein unendliches Nervungslevel? Nein. Halt, Eindringling. Ja? Wer ist er denn? Ist das... Hä?
Das ist die auf jeden Fall die Figur Magic OP aus meinen RPGs, die ich für Chainsaw Man 16 gemacht habe. Könnt ihr euch natürlich auch angucken. Uncool. Einfach hier so reinzuplatzen. Aus dem Weg, Alter. Das Alex, ich darf dir nicht so episch sprechen. Aus dem Weg, alter Mann. Wir müssen Accountdaten retten. Ha! Oh, mein Höschen ist schon ganz feucht. Hier gibt es nicht für euch zu holen. Geht hinfort. Nicht bevor ich meine Login-Daten wieder habe. Wie kann er dir eigentlich... Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Wieso kann er eigentlich seine Login-Daten wegnehmen? Er kann höchstens das Passwort ändern, aber meinem Vater kann man nicht seinen WoW-Account nehmen. Er trägt ihn in seinem Herzen. Ha! Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Gewalt ist immer gut, ja! Yeah. Lass uns einfach durch und euch passiert nichts. Es ist meine Pflicht zu heilen und zu beschützen. Oh nein, es ist wirklich Jesus, es ist Jude Lebo, deswegen ist er auch so eine heilige Lichtgestalt im Tempel des Lichts mit einem unendlich langen Bart. Ich werde euch den coolen Weg des Kämpfens zeigen. Jude Lebo spricht aber, jetzt wo ich das weiß, muss ich natürlich wie Jude Lebo sprechen. Moment, muss näher ans Mikrofon ran. Es ist meine Pflicht zu heilen und zu beschützen. Ich werde euch den coolen Weg des Lebens zeigen, des Kampfes, wenn man so mag. Ihr habt nicht das Recht, diesen Ort zu veruncoolen. Okay, Gänsehaut. Die Musik ist echt zu episch für mich. Da wird mein Höschen ganz feucht. Da geht mir das Herz in der Hose auf. Ladies und Gentlemen. Es ist ein Kampf zwischen Sterblichen und dem einzig wahren Gott meiner Kirche, dem Schamantheismus, der Lehre des Schamantseins. Jedes Schamant, was ihr in meiner Let's Play-Laufbahn oder meinen Streams oder sonst wo von mir je gehört habt, ein Mann hat dies mir beigebracht und mir den Weg zu einem Schamantenleben gezeigt. Es ist Daniel Lebowski, der Jude Lebo, der auch einen YouTube-Kanal hat. Unbedingt mal vorbeischauen. Und wir haben jetzt die Aufgabe, ihn zu besiegen. Denn obwohl er der Charmanteste der Welt ist, stellt er sich uns in den Weg. Und auch wenn ich es ungern tue, uns bleibt nichts anderes übrig. Uncool. Nötig bei deiner kurzen Aussagekraft. Das ist kein Ort für uns, charmante Leute. Mir egal, ich bin so nah dran. WoW. Odin. Halo. Dinner. Das ist zu episch für mich. Was denn? Du zwingst mich, Jude Lebo zu töten. Daniel, falls du dies jemals siehst, es tut mir leid. Du warst ein Opfer auf meinem Weg und mir bleibt nichts anderes übrig. Dafür werde ich dir einen fairen und epischen Kampf geben am Himmelszelt mit dem Besten vom Besten. Hendrik wird den Zorn Odins beschwören. Odin gegen Jesus. Und selbst Rüdiger bringt den War und den Dodongo-Spam. Was ist das für eine Animation gewesen? Oh Gott. Oh! Okay, Hendrik macht immer noch viel Schaden. Alex macht weniger. Aber Hendrik bleibt sich treu. Oh nein! Oh Gott, er kann den einzig wahren Soß! Der einzig wahre Soß halt ordentlich rein. Rüdiger, du hast deinen Meister gefunden. Rüdiger, du bist uncharmant. So. Los, wir müssen weitermachen. Ich benutze die Macht des Windes, weil Wind mein einziger Triumph ist gegen ihn. Der Zorn Odins ist immer noch stark. Wir müssen den Bombsom Dodongo Spam benutzen. Für die Animation erstmal einen Daumen nach oben von mir, Matze. Oh Gott, der Wind war nicht stark. Nur Odins Zorn kann es mit Daniel aufnehmen. Kehrt um. Nö, kein Bock, WoW zocken. Alle sind nur noch fies. Ja, Alex, woran das wohl liegt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum? Oh, okay, Daniel hat nur normal angegriffen. Ich habe quasi ein Stück Frieden von Daniel bekommen, denn jeder seiner Schläge ist ein Weg in die richtige Richtung. Egal, Daniel, der WoW Super Ogre ist alles, was ich dir in den Weg werfen kann. Die Warframe Move, der Zorn Odins. Ich muss übrigens an dieser Stelle sagen, dass das sehr getreu ist, dass Hendrik hier mit Abstand der mächtigste ist. Ich glaube, der Link-Spam war ganz geil, hat auch eine geile Animation. Oh, Link! 1000 super Bilder von Link. Es tut echt weh. Er zerstört den Ketzer. Und Daniel bleibt. Er hält ihn stand, ey. Daniel lässt sich nicht unterkriegen. Ihr könnt. Was? Ihr könnt Moritz nicht besiegen. Rechtschreibfehler! Renderfehler! Ihr könnt Moritz nicht besiegen. Er steht unter meinem Schutz.
Dein Schutz wird ihm nicht mehr helfen. Mich meinte ich damit nicht, Uncharmanter. Niemals treffen, Matze. Nie. Nie. Ich bin ja auch nicht da. Oh, okay. Boah, nein, der einzig wahre Soße. Wieso wird die Musik leiser? Das macht mir Angst. Okay, Alex muss langsam heilen, sonst gehen mir langsam echt die Lebenspunkte aus. Der Kampf gegen Lukas hat mich zu sehr geschwächt. So, Hingabe, Alex, du musst durchhalten. So, Hendrik wird das schon irgendwie machen. Nimm die Macht des Sees! Saß du Sees! Die Musik ist echt krass, also wirklich krasses Stück Musik. Aber es passt auf die Situation wie die Faust auf Auge. So, wenigstens kriegen wir ein bisschen schlecht Leben von Alex, das ist nicht viel. Daniel macht viel mehr Schaden. Oh, und Charmant heil ich an. Oh Gott, wir haben das Licht gesehen. Das Licht am Ende des Tunnels. Oh Gott, Hendrik hat nicht mehr... Ich glaube, Hendrik kann keinen Zorn Odins mehr beschwören. Wie sollen wir das gewinnen? Hendrik, nein. Ich gebe mein Bestes. Doch einen Zorn Odins kannst du noch kriegen, Daniel. Es wird der letzte sein, den du je sehen wirst. Suses! Ah, oh, Daniel hält sich, aber er wird sterben, er muss es einfach tun. Der letzte Ketzerschlag. Kämpfen macht an diesem Ort keinen Sinn. Kämpfen ist immer gut. Time to bomb Santa Dungus. Halt die Fresse, Rüdiger. Ach Gott, er hat es überlebt. Ich glaube es nicht, er hat es überlebt. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Ah, nein. Er macht uns zu viel Soße-Schaden. Zum Glück heilt Alex im Moment mehr als der Soße-Damage. Wobei Rüdiger auch schon wieder krasser Marsch ist. Ich werde noch einen Super-Öger drauf fetzen. Alex, hingabt einfach mal weiter. Hendrik hat überhaupt keine Punkte mehr, also muss er wohl kloppen. Und irgendwie ist Rüdiger total unnütz, deswegen säst er einfach weiter. Säst! Komm schon, Daniel! Wir sind Freunde, aber an dieser Stelle musst du einfach sterben. Es bleibt keine andere Möglichkeit übrig. Hendrik macht nur noch 180 Schaden, so geht das nicht weiter. Ich muss ihn einfach wieder voll... herstellen, weil sonst wird das hier nichts. Oh, der Kampf ist wirklich schwer. Ich muss mich anstrengen. Okay, mein Vater kann nur noch kloppen erstmal. Alex kann zum Glück weiter seine Hingabe machen. So, ich brauche Sachen. Ich brauche auf jeden Fall Matzes Umarmung für Hendrik, weil Hendrik unser mächtigster Mann ist. Oh, Rüdiger kriegt auch was. Komm, Rüdiger, du nimmst mal ein bisschen Heilung. Stufe 1, heilen und beschützen. Ist an dieser Stelle auch sehr passend. Ich liebe diesen Turm einfach. So, bisschen was bekommen und er kriegt wieder derbe viel. Wir haben wieder den Zorn Odins auf unserer Seite. Uns kann nichts mehr besiegen. Kann nicht verlieren. Das haben jetzt nur die Leute aus meiner Konferenz verstanden, aber ich dachte mir mal, an dieser Stelle war es schon mehr als passend. Alex, halt weiter. Du bist sehr nützlich, Alex. Danke dir. Das ist echt cool von dir. Aber niemand ist so nützlich wie Hendrik. Rüdiger gibt sich Mühe, aber das schafft auch er nicht, weil Hendrik einfach mal 2000 Schaden macht. Ei. Immer mal 400 Schaden einfach. Ja, Ketzer! Bitte, Daniel, stirb endlich. Haben wir es geschafft? Hat Hendrik mit dem Zorn Odins ihn besiegt? Ich gebe auf. Ich kann euch nicht heilen und beschützen. Das tun wir schon selbst, Chiller. Nein, das ist dein Ende, Moritz Vater. Wir haben Jesus besiegt. Wir haben den einzig wahren Dude Lebo hinter uns gelassen und sind nun auf unserem Schritt einen entscheidenden Punkt weiter. Geht weiter. Ihr seid nicht mehr zu charmantisieren. Uncool. Sehr uncool. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich als der Dude werde cool bleiben. Geht. Passt aber auf. Er... ist schon auf eure Existenz, ist sich auch eure Existenz bewusst. Wow, wie derbe ich einfach der heftigste Endgeigner überhaupt in diesem Spiel bin, finde ich super geil. Nein, es gibt jetzt nicht auf die Fresse. Oh nein, 1% der echte Daniel, der hätte mich sogar fast töten können, glaube ich jetzt. Egal, wir werden auf jeden Fall mal in das Buch des Schreibers verewiglichen, dass wir den Dude Lebo aus dem Weg geräumt haben. Wir haben ihn nicht umgebracht, denn das wäre sehr uncharmant. Und dass wir von ihm generell als uncharmant betitelt wurden, tut mir in der Seele weh. Es tut mir so leid, Daniel, aber es muss an dieser Stelle sein. Aber jetzt werden wir uns anscheinend der letzten Ebene dieses Turms widmen, die auf jeder Ebene
wenn ich noch einmal Ebene sage, bringe ich mich um, die auf jedem Stockwerk uns einmal vor eine große Herausforderung gesetzt hat. An diesem Stockwerk war es Dude Lebo, der jetzt, ist genug, ich habe genug Daniel jetzt gesehen hier, der jetzt traurig runterguckt in den Himmel. Geht einfach, aber ihr werdet Moritz nicht besiegen. Er wacht über ihn. Wer ist eigentlich er? Ich dachte, ich wäre er gewesen. Ich bin so verwirrt. Egal, hier ist ein unlogischer Gang. Ein extrem unlogischer Gang, den wir natürlich erstmal betreten werden, weil ich liebe unlogische Gänge. Jetzt sind wir anscheinend bei der lustigen Matrix-Melodie. Also nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Mission Impossible. Es ist unmöglich. Moment, ist das... Was machst du denn hier? Magic Opie? Hallo? Bereite dich auf den letzten epischen Kampf vor. Ja, Magic Opie, mein guter alter Freund. Er hat mich nicht im Stich gelassen. Selbst in letzter Not hat er mit seinen 300 gebrochenen Beinen und seinen 200 Jahren hat er sich diesen Turm raufgebracht, nur um uns sein Zeug zu verkaufen. Magic Opie, du bist ein wahrer Freund und ich bin froh, dass es dich in meinem Leben gibt. Eine Träne für den Magic Opie. So, gut. Wir werden uns auf jeden Fall den Jesus zum Trinken kaufen. Ungefähr dreimal. Ansonsten gucken wir mal. Loki's Axt! Yeah! Okay, geil. Es gibt einfach unendlich geile Sachen. Ja, aber wir haben dreimal den Jesus zum Trinken. Die Essenz von Dude Lebo ist quasi dort drin und wird uns helfen, obwohl wir Daniel aus dem Weg geräumt haben. So, wir gucken mal, was wir noch aufbessern können. Ich würde gerne noch eine Waffe für Rüdiger. Habe ich Rüdigers Waffe eigentlich nicht ausgerüstet? Doch. Die guten N64, aber das war gar keine Waffe, ne? Wir können noch Hendricks Verteidigung stärker machen. Können wir auch seinen Angriff stärker noch machen? Nee. Oder? Doch, wir werden ihm auf jeden Fall Lokis Axt noch geben, weil Hendrik ist unsere Geheimwaffe. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nicht mehr so viel, was wir uns zulegen können. Wir werden es trotzdem mal machen. Wir werden den Schabberschild, der hat diesen Namen aus sinnlosen Gründen, werden wir uns kaufen. Wir werden nochmal den Konzentrationshut uns zulegen, den Feuerring für Alex, das Master Chief Visier, den coolen grünen Helm und ansonsten hier nochmal alles für Hendrik in den Korb rein, weil warum auch nicht. Und sonst haben wir, glaube ich, alles. Den Zustand können wir uns leider nicht besorgen, weil wir keine Cheat Engine haben. Das wird auch nur diese Erfahrung vernichten. Und wir werden uns... Ja, werden wir uns noch einen Jesus zum Trinken? Wir holen uns noch einen Jesus zum Trinken. Komm, wir rasten mal aus mit der Kohle. Es gibt nichts, was mich mehr motiviert als ein Jesus zum Trinken. Wir werden uns ein letztes Mal ausrüsten, um auf den finalen Kampf gewappnet zu sein. Ich glaube, die Waffe war schon richtig, ne? Ja. Aber hier der Schabberschild... haben wir jetzt zweimal Konzentrationshut eigentlich? Ne, der Wanderhelm, genau. Das war, glaube ich, schon alles richtig. Okay, dann Alex kriegt, glaube ich, noch eine Menge. Ne, der Rotmodus und der Master Chief war, glaube ich, alles richtig, ne? Ne, das Energieschild war derbe stark. Das hier war schon richtig. Der Shit-Schild-Helm war, glaube ich, besser. Was hat er eigentlich ein weniger an Kloppkraft? Egal, wir nehmen den Shit-Schild, das Shit-Schild-Ding und die heilige Rüstung. So... Wir nehmen Hendrik und der kriegt Lokis Axt, natürlich. Er nimmt den Drachenschild, er nimmt den Hörnerhelm und er nimmt nicht Lokis Rüstung. Weil warum will er denn auch Lokis Rüstung? Habe ich eigentlich bei Cheaten mal nachgeguckt? Nein, Cheaten gibt es einfach nicht. Finde ich gut, Cheaten gibt es nicht. Habe ich jetzt eigentlich hier noch irgendwas für Rüdiger? Ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Okay, wir sind bereit. Wir haben viermal Dude Lebo zum Trinken. Danke dir, mein weiser Freund. Magic Opie, wir werden dann letztes Mal in das Buch des Schreibers schreiben und werden ihm schreiben, dass wir nicht wissen, ob wir jemals zurückkehren werden. Denn die Accountdaten sind verschollen, doch wir werden sie zurückholen. Für meinen Vater, für den Rest der Menschheit, für euch alle. Das ist eine echt epische Episode, aber mir macht das so viel Spaß, das zu überdramatisieren. Ich finde diesen Teil des Spiels auch genauso geil wie alle anderen, noch besser sogar. Und es ist echt ein unendlicher Gang, der wahrscheinlich... Ja. Hä? Das bin ich. Ich muss gegen mich selbst kämpfen. Ich muss mich selbst herausfordern. Und jetzt ist auch die einzige Synchronstimme auf der Welt, die ich für immer mit Perfektion sprechen werden könne. Sagt er und macht da einen grammatikalischen Fehler, wie nur 5 Klässler machen, aber ich bin gerade emotional sowieso auf Wolke 7, kann passieren. Die einzige Synchronsprecherrolle, die ich mit Bravour meistern könnte, denn es ist meine. Vater, da bist du ja. Keine Zeit. Her mit den Daten und niemand wird verletzt. Also, doch. Deine Gewalt widert mich an, Vater.
Gib doch einfach Ruhe und tu Dinge, die Menschen in deinem Alter tun. Das würde ich ihm niemals sagen. Ich finde gut, dass er WoW spielt. Bei der verfickten Scheißmacht von dieser Waffe. Jetzt ist Schluss mit dem Reden. Alle, stirbt doch einfach. ich darf gegen mich selbst kämpfen. Aber wieso bin ich so weit rechts am Bildschirmrand? Hat das damit was zu tun, dass hier wahrscheinlich noch mehrere Versionen von mir kommen? Egal. Das ist ein Bild, was relativ neu ist. Es ist schon ein bisschen älter, wenn man eigentlich mindestens ein halbes Jahr oder so. Aber da bin ich cooler Hip-Hopper. Yeah, ich muss quasi gegen... Kämpfe ich gegen normal Moritz? Ja, ich kämpfe gegen mich selber. Mein Vater und seine Truppe an Freunden Alex, Hendrik und Rüdiger. Ich finde es übrigens gut, wir alle Vornamen haben, außer Weehawk. Der heißt einfach Weehawk. Werden jetzt quasi gegeneinander kämpfen und ich werde mein Bestes tun, mich selber quasi zu töten. Und doch ist die Frage, wer er ist. Das kann ja eigentlich nur Matze sein, aber egal. So, King Arcanion Spam, Link Spam, keine Ahnung, wir hauen einfach selbst drauf. So, boom, mein Vater macht derbe Schaden. So, 300 Damage, wow. Boah, ich bin aber ganz schön mächtig, dass ich so wenig Schaden fresse, außer Hendrik. Hendrik ist natürlich auch wie im realen Leben ein Kryptonit und macht mir mehr Schaden, als ich jemals einstecken könnte. Und mein Vater, ich mache irgendwie ganz schön wenig Schaden. Ich komme ja langsam mit den Namen durcheinander. Das ist auch einfach so. Ich entschuldige auch, dass ich manchmal bei diesem Projekt so diffus rede. Ich kann durchaus flüssige Sätze formulieren, aber an dieser Stelle ist es einfach schwierig, wenn man halt, ja, emotional mit den Charakteren des Spiels so befangen ist. Und versucht das Beste aus einem Spiel zu machen, denn dieses hat es echt verdient. Odins Kräfte? Seit wann kann ich Odin beschwören? Wow, ich bin Wikinger geworden. Und oh Gott, Alex, nein. Ich glaube, ich brauche bald den Du. Ich habe mit Odins Kräften Hendrik stark verletzt. Alter, ich bin heftig. Ich habe Angst vor mir selber, das geht gar nicht. Alex muss heilen. Das ist deine einzige Verwendung gerade, Alex. Du musst es einfach tun. Aber das reicht nicht, wenn ich so weitermache. So. Erstmal kriege ich selbst Audio-Spam. Das würde mich in der Realität schon umbringen. Oder mich noch wütender machen. Fick dich, Gegner. Oh, ich klatsch derbe. Okay, es war nicht so derbe geklatscht. Ich hoffe auch, Mats hat eingestellt, dass ich nicht so auf den derben Odins Zorn einfach lossticke. Hoffe ich doch. Bin mir nicht sicher. Matze, please. Please. So. Oh, Alex, deine dumme Heilanimation dauert so ewig. Dafür hasse ich dich. Oh, yeah. Yeah, wir bekämpfen mich selber und ich werde gewinnen. Ihr könnt Moritz nicht besiegen, ihr müsst euch uns verbeugen. Wer ist der denn? Legt die Waffen ab, Vater. Ne, legt die Waffen ab, Vater und Co. Ich gebe auf. Ob ernst oder nicht, ich werde dich zu Brei schlagen und zu Tode quälen. Warum? Bitte, Papa, please. Hab Gnade. Gnade ist scheiße. Kein Bock. Techno-Mucke. Ey, yeah. Ich rave gerade voll ab. Wir sind der Moritz, Vater und kloppen hier. Derbe mich selbst und wir sind im Turm. Und schlagen mit Odins Kräften alle kaputt. Und Rüdiger ist ganz schön laut und tot. Wenn wir so weitermachen. Ich hab keinen Bock hier noch weiter zu Sachen zu machen. Ich kann nicht reimen und Hendrik hat nichts mehr. Egal, Hendrik muss mich einfach kloppen. Wir dürfen auch echt keinen Zorn, wir dürfen keine Gnade walten lassen. Für jemand so Erbärmliches wie ihn. Was im Endeffekt ich ist, weswegen das vielleicht nicht ganz so gut passt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja gut. Das war ein ganz schön langer Kampf. Oh, ich kann auch ultimativ heilig strahlen. Ich glaube, Rüdiger... Rüdiger, ich habe Rüdiger verschont. Er hat noch ein Leben, das war ja klar. Komm, weißt du, ich will ja mal nicht so sein. Was sage ich, Matze? Ah, Matze ist... Komm, Rüdiger, weil ich dich heute mal so liefer, kriegst du einmal die Lebo zum Trinken. Alex, halt mal weiter. So, Hendrik klopft. Und wir geben einmal Matzes Umarmung wieder an Hendrik. Hendrik wurde quasi schon zweimal umarmt von Matze in diesem Spiel. Das sind, sind interessante Informationen für jedermann. So, die Runde war ziemlich schadensarm, weil wir uns hauptsächlich nur Sachen gegeben haben. Ah! Oh nein, okay, wenigstens macht er einmal nur so. Schaden. So, mein Vater kloppt einfach drauf. Alex heilt wieder. Hendrik kann endlich wieder Zorn Odins beschwören und Rüdiger ist wie immer nutzlos. Tja, Sohn, du hast keine Chance gegen meine Power. Die Musik ist aus.
Ich habe Angst. Ah, da ist sie wieder. Okay, danke. Stimmt, Vater. Ich muss mich wohl geschlagen geben. Es sind immerhin nur WoW-Account-Daten. Who cares? Jetzt mal ernsthaft. Wieso müssen wir eigentlich Mord und Totschlag über die Welt bringen, Lukas fast töten, Dude Lebo ins Land der Traurigkeit befördern, nur wegen blöden Account-Daten? Mach dir doch einen neuen Account. Oh Gott, jetzt hat die Musik wirklich aufgehört. Und drei Fragezeichen. Kann es Matze sein? Ich weiß es wirklich nicht. Ich wünschte, ich wüsste es. Es kann nur irgendwas sein, was mich gleich richtig zum Ausrasten bringt. Egal, ey, ich zieh das jetzt durch. Moritz. Warte, ich muss das... Konzentration. Mimimi. Moritz, hast du etwa dafür diesen großen Plan geschmiedet, um jetzt aufzugeben? All diese Karten, die ich gebaut habe, all die Ideale, all deine Hoffnung auf einen Vater ohne WoW. Okay, ich weiß, wer es ist. Ah, schön. Okay. Also, lustigerweise, weswegen ich so lache, weiß ich nicht, wer es ist. Daran, was für ein Text da steht, sondern an der Musik. Und jetzt freut sich Chainsaw Man 16 gerade einen Ast ab und ich freue mich genauso gut. Oh, diese Musik. Okay, nein, ich höre auf zu reden. Ah ja. Wisst ihr, manchmal hat es Vorteile, wenn man im Leben Dinge gelernt hat, die man eigentlich gar nicht mehr braucht. Und trotzdem wird der Moment kommen, an dem ihr zurückblinkt und euer Wissen, was ihr gelernt habt, wird euch nützlich sein. Ah ja! Und zwar ist das Beamen von Aya, was damals ein Charakter war, der mich und Matze in Kombination wiedergespiegelt hat. Wissen, was euch alle nicht nützt, mir eigentlich auch nicht mehr. Aber siehe da, ich habe erkannt, wer die drei Fragezeichen sein können. Der einzige Mann, der auch die drei Punkte machen kann, ohne dass ich ihn direkt hasse. Und er ist derjenige, der über mich wacht, wenn ich richtig gelogen habe. Egal. Er ist es. Das kannst du jetzt nicht aufgeben. Ja! So stolz. So stolz kann er nicht mal nicht sein. Das kann ich nicht zulassen. Ja! Jetzt fighten wir sie tot. Und mit dem hier fange ich an. Ah, es ist übrigens schön, gerade in diesem Moment, wo ich aufnehme, sind meine Eltern nicht da. Das heißt, ich kann hier so laut rumschreien, wie ich will, ist mir egal. Da haben wir ihn, den Ersteller des Spiels, falls die wenigen von euch, die ihn noch nicht mal gesehen haben in live, nicht wissen, wer das ist. Das ist Chainsaw Man 16, mein guter alter Matze, mein Matzi, der gerade eben einfach Alex getötet hat. I ain't even mad. Ist mir egal. Tut mir leid, Alex. Dummer Spachtel. Ging mir schon das ganze Spiel über auf den Sack. Das ging nicht dir so. Moment. Geil! Jetzt machen wir sie tot. Ja, mein Vater greift trotzdem weiter erstmal an. Er ist immer noch sauer. Und Odins Kräfte töten auch Matze gleich mal mit. Beziehungsweise greifen erstmal Matze an. Steht er denn jetzt quasi? Nein, wir können beides angreifen. Oh, Rüdiger hat eine AOE-Attacke. Ich bin auf einmal Ninja? Und Alex ist tot. Moment, Alex ist der Einzige, der wiederbeleben konnte. Egal, wir benutzen erstmal Dude Lebo zum Trinken auf meinen Vater. Ja, komm, Hendrik macht weiter das, was er am besten kann. Wofür ich echt dankbar bin. Zorn Odins und Rüdiger ist mal nützlich. Und zwar, haben wir irgendwas, was wiederbelebt? Ich kann Alex den Jesus zum Trinken geben, sehr schön. Alex, weißt du, wir haben ja unsere Probleme, aber ich werde dich einfach mal wiederbeleben, damit du sagen kannst, du warst beim Endkampf von Moritz' Vater dabei. Warte mal, hä? Wo ist denn Ledo zum Trinken hingegangen? Kann ich Alex doch nicht wiederbeleben? Habe ich das jetzt einfach verschwendet? Toll! Okay, Alex, du darfst halt doch nicht. Toll! Ich hasse mein Leben. Ich hassen. Wieso hat sich mein Vater eigentlich nicht wiederbelebt? Was soll das? Boah, versuche ich es halt nochmal. Oh Gott, dieser Kampf quält mich jetzt schon. Was hat Hendrik eigentlich gemacht? Du sollst den Zorn Odins benutzen, sonst haben wir keine Chance gegen Matze und noch mehr Matze. Ist eigentlich der kleine Matze-Kopf da unten auch ein Matze? Ich hoffe doch nicht. Das wäre echt gruselig. Ah, Odins macht! Oh nein, es ist nur ein Matze, sehr schön. Für einen Moment lang hatte ich echt Angst, dass wir hier drei Gegner bekämpfen. Es macht sowieso keinen Unterschied. Oh, Gefühle!
Oh, er kann sich heilen. Hör auf mit Gefühle. Ich hasse Gefühle. Das kannst du nicht machen. Ich, vielleicht sagt mir... Ah, oh, nein, Hendrik hat keine Sachen mehr. Ja. Nein. Nein. Das, oh Gott. Okay. Weiter Säh-Spam. Ich verzweifle gerade. Vielleicht sollte ich auch Wind benutzen. Das ist eine AOE-Attacke. Ich gehe das gerade auch nicht sehr intelligent an. Wenigstens haben wir wieder PLP. Oh, Laser! Wow! Oh Gott, sie haben so viele AOE-Attacken. Und er hat Odins Zorn! Nein! Er hat Hendrik getötet. Wie soll ich das schaffen? Please, Spiel, please. Ich kann nichts mehr machen. Ich bin so derbe. Tot. Frisst den King. Oh, der King macht ja Schaden. Oh, der Wind aus Kalimdor ist zwar AOE, aber macht keinen Schaden. Oh, Laser. Macht wenigstens nicht viel Schaden. Alle fast tot. Wir sind einfach... Es ist vorbei, Freunde. Es ist vorbei. War schön. Es war schön, gelebt zu haben, aber meine Account-Daten werde ich niemals wiederkriegen. Dumme Attacke, die mich einfach nur aufregt. Oh nein, er heilt sich wieder. Was ist das für ein unendlicher Kampf? Oh, Wind aus Kalimdor? Seit wann spiele ich WoW und kann den Wind aus Kalimdor? Das ist eine historische Finte, die nicht so funktioniert. Wie viel Leben habt ihr eigentlich? Ohne Hendrik kann ich das nicht gewinnen. Wer hat er eigentlich Hendrik so schnell getötet? Okay. So, das sollte es gewesen sein. Ja, mein Vater ist derbe tot. Rüdiger ist derbe tot. Hä? Oh, das war so beabsichtigt. Hab ich mir doch gedacht. Was zur Hölle? Okay, ich habe gehofft, dass das so ist, aber eigentlich bin ich nicht davon ausgegangen. Aber gut, wir durften anscheinend sterben, oder vielleicht auch nicht. Wir haben versagt. Have mercy. Wir konnten nichts tun. Du bist getötet worden. Halt die Fresse, Alex. Oh, dummer Haufen Idioten. Ich habe mich lange genug durch die Gegend fetzen lassen auf der Suche nach diesen Versagern. Jetzt rege ich das alleine. Wow. Digitation oder was? Hä? Was geht mit meinem Vater ab? Was ist hier los? Yeah! Hä? Das Ende. WoW an die Macht. Moritz, du und... Wie habe ich meinen eigenen Namen eben ausgesprochen? Moritz. Hallo, ich... Okay, jetzt zieh ich das durch, ja, jetzt zieh ich das... Moritz, du und ich, wir beide, wir schaffen das. Wir sind ja auch so derbe schwul im Kopf. Ich liebe dich, euch dich auch. Jetzt wird die Welt... warte, Moment. Jetzt wird die Welt mit euch untergehen. Los geht's! So, bin ich wieder. Das war übrigens kein Schnitt. Ich habe mich mal eben nur kurz aus dem Fenster geschmissen. Also mein Vater ist jetzt ein durch Seuchen verunreinigter WoW-Drache, der mich und Matze töten will. Und Matze und ich sind jetzt quasi das schwule Pärchen, was ihn umbringt. Okay, singen. Och nö. Und jetzt geht's richtig auf die Fresse, glaube ich. Jetzt ist es Schluss. Matze redet einfach im Hintergrund wieder. Falls ihr euch mal anhören wollt, was Matze gesagt hat, ich muss jetzt einfach weiterreden. Fragt ihn mal, vielleicht veröffentliche er nach Abschluss dieses Projektes auch die Audiodateien irgendwo. Es läuft Kissing the Mirrors, Goethe for the Guilty Riversides. Matze liebt Moritz Cover. Oh, cool. So. Also, ich und Matze haben beide 9999 Leben, derbe viel PLEP. Und was können wir alles so? Ich guck mal bei Sachen. Sachen haben wir immer noch die alten Sachen. Aber wir haben tolle Attacken, die ich jetzt alle mal vorlesen werde. Ich habe Lukas unfaire Attacke. Benutze Lukas unfaire Attacke gegen Moritz Vater. Der Zorn Odins. Odin hat also doch ein bisschen Mitleid mit Schwulen und gibt euch die Kraft. Ja! Wir haben die Schwulheit. Schwulheit beinhaltet viel Liebe. Sie zerstört jeden WoW-Suchti. Und wir haben Lukas Dunkellord. Töter. Spüre die Macht, wie es ist, den Dunkelland-Cheater vernichten zu können. Okay, wir benutzen natürlich den Dunkelland-Töter, weil Dunkelland, wenn man das Dunkelland töten kann, dann ist man schon ganz schön mächtig. Und Matze benutzt die Schwulheit. So. Ja, den Dunkelland. Oh, 10.000 pure Liebe. Yeah. Oh Gott. Okay, WoW-Moves. Oh, nur 200 Schaden. Schlecht, Papa. Schlecht. Jetzt benutze ich die unfaire Attacke und Matze benutzt den Zorn Odin. Oh, Lukas, unfaire Attacke ist ganz schön schlecht. Aber Odins schwule Kraft haut wieder ordentlich rein. Wow.
Das macht übrigens sehr viel Spaß zu kommentieren, wenn Mascha einem die ganze Zeit ins Ohr schreit. Und jetzt machen wir beide den Dunkelland-Töter. Du wirst uns nicht besiegen. Wir haben die Macht, das Dunkelland zu vernichten. Du wirst uns nicht aufhalten. Wieso weiß ich eigentlich... Wieso hat er eigentlich so viel Leben? Wie viel Leben hat er eigentlich? Egal, wir benutzen die doppelte Schwulheit. Vielleicht gibt's ja den derben Schwuchtelbonus. Pure Liebe. Oh, die Schwulheit ist natürlich auch die mächtigste Waffe gegen ihn. Ganz witzig. Warum werde ich da nicht einfach mit Schwulheit angreifen? Ich glaube, ich mache das einfach. Das Herzen seines Freundes mit Liebe zu füllen. Was zur Hölle, was? Ich hab nur eben kurz den Hintergrund gehört, aber das klingt schon wieder super, was du da redest. Ich kann mich jetzt leider nicht drauf konzentrieren, weil ich sowas zu tun habe wie kommentieren. So ist das leider. Ja, wir sind die schwulsten Schwuchteln, okay. Nur mal so für Info, für Hintergrundinformationen. Mats und ich sind tatsächlich nicht schwul. Mats hat eine Freundin, mit der er sogar zusammenlebt. Und ich bin auch nicht schwul. Tolle Überleitung, also Versager. Nein, aber wir sind nur einfach auf einer spirituellen Ebene schwul. Beste Freunde fürs Leben. Während wir hier mit der Schwulheit zusammen meinen solchen Vater umbringen, der nicht sterben will, was ich scheiße finde, weil er mal langsam endlich ins Gras beißen könnte. Also nicht wirklich. Mein richtiger Vater. Gott im Himmel bewahre. Das möchte ich nicht erleben eigentlich. Muss ich ja früher oder später, aber nicht in den nächsten 30 Jahren. Aber er hier, der Pixelhaufen da vor mir mit den 1000 Augen, der mich die ganze Zeit werft, könnte mal endlich ins Gras beißen. So viel Schwulheit kann er gar nicht aushalten. Er kriegt die ganze Zeit... Was war das? Er kriegt die ganze Zeit richtige Schwuchtel-Moves ins Ohr. Quasi. Danke, Matze. Ich liebe dich doch auch. Ist das schön? Ich habe meinen eigenen Cheerleader im Musiktrack. Ist das nicht toll? Da freut man sich doch immer nachts. Da wird mein Schlibbi wieder nass, ey. So sieht's. Und einfach aus dem Nichts kommt ein Alex ist scheiße. So gelobe ich mir das. Jetzt macht alles nochmal doppelt so viel Spaß. Ich werde jetzt einfach mal. Ach, keine Ahnung. Ich werde jetzt. Alex, du Scheiße. Wow, sogar mit Echo Alex beleidigen im Hintergrund. Das macht mich wirklich glücklich. Ich hoffe, ihr hört das. Mann, kann er jetzt endlich mal sterben? Ich habe keine Lust mehr, gegen meinen eigenen Vater zu kämpfen, der unendlich Leben hat. Ich werde hier wieder gequält vom Matze. Los, stirb. So, ey. Ich will nur sagen, dass das Lied echt scheiße ist. Es ist schwul. Toll, danke für die Information. Ich meine, dem stimme ich gerne zu, aber trotzdem, was zur Hölle? Ich will dich doch nur töten. Ich habe keine Lust mehr. Selbst Odins Kraft bringt ihn halt nicht um, ey. Er hält so viel aus. Ich meine, er will seine derben WoW-Einlog-Daten haben. Ich verstehe übrigens immer noch nicht, wieso mein Vater uns einfach wegbeamen kann. Und wieso zur Hölle er so derbe seine Daten haben will. Und wieso verteidigen wir so derbe? Es macht alles keinen Sinn. Ich bin verwirrt. Ich spring gleich einfach von dieser Plattform runter und, keine Ahnung, benutze Lukas unfaire Attacke, die einfach nur derbe unfair ist. Keine Ahnung. Komisch aussieht, gewinnst. Und in dem Fall singe ich für dich. Toll, das ist wunderschön, dass du für mich singst, Matze. Ich sing mal an dieser Stelle ein bisschen entspannt in den Stuhl zurück und gewöhne mich dran, die nächsten 20 Minuten einfach nur Enter zu drücken und Matze zu lauschen, wie er mir seine Liebe erkundet und Alex beleidigt. Das ist in der Endschleife eigentlich auch ganz charmant, muss ich sagen. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Oh Gott, das erinnert mich an Lukas RPG vor Urzeiten mal, was einfach Gegner hatte, die irgendwie 2 Millionen Leben hatten, wo du dann 30 Minuten den gleichen Gegner besiegt hast, was sehr spannend ist. Ich glaube, Matze wollte eine Reminiscence daran erfinden. Habe ich mir ungefähr so gedacht. Oder kommt mir quasi so vor, weil ja, im Endeffekt mache ich hier gerade nichts anderes als 20 Minuten diesen blöden Boss hier zu töten. Matze hat mir noch vor dieser Aufnahme gesagt, ich kann den Rest von dem Spiel in einem Take machen, also in einer Aufnahmesession. Werde ich ja jetzt auch tun, aber er hat mir nie gesagt, dass ich gegen meinen blöden besessenen Vater 20 Minuten kämpfen muss. Also, das ist übrigens so eine grobe Schätzung. Ich hoffe, ich werde nicht recht haben, weil ansonsten springe ich wirklich hier noch von der Plattform. Wisst ihr was? Ihr wollt ja sowieso den Hintergrundtrack mal ein bisschen hören. Ich werde jetzt einfach mal einen Schluck trinken während der Aufnahme. Sowas nehme ich mir raus. Ein richtiger Sozialschmarotzer bin ich. Aber wenigstens habt ihr die Chance, kurz mal Matze zuzuhören, wenn ich hier sowieso immer das Gleiche mache. Vor langer Zeit trafen sich zwei Menschen. Es waren zwei Menschen, die sich unterschiedlicher nichts sein könnten. Der eine war mit Hass erfüllt, der andere mit Freude.
Er schafft es mit seinen treuen Herzen, das Herzen seines Freundes mit Liebe zu füllen. Oh. Und diesen Tag gehen die beiden durch dick und dünn. Mann, das ist so schwul! Was soll das? Ich will jetzt nicht so derbe Schwulheit haben, das wollte ich mir doch von den Credits aufheben. Mein schlechtes Resümeur, wo ich quasi über dieses Projekt erzähle. Und jetzt zwingt mich hier Matze in schwule Gefühle. Was soll denn das? Wieso habe ich mich eigentlich geheilt? Wo kommt auf einmal das Leben her? Egal, was soll's, ich nehm's einfach so hin. Oh Mann! Ja! 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 Noch nie war ein Sieg so erhebend. Und es ist sogar Moritz Party, nicht Moritz Vater Party, das ist schön. Wir haben meinen Vater besiegt. Wir haben am Schluss die Rollen gewechselt und haben nun in der Rolle von mir und Matze quasi doch noch das Spiel verendet, sodass Matze im Endeffekt sagen konnte, das Spiel ging über mich und ihn. Wunderschön. Das ist das Ende. Das war's jetzt. An der Stelle will ich nicht weiter etwas an der Story schrauben. Die Zeit ohne Internet ist vorbei. Moritz darf sich jetzt seinen Teil denken. Ich danke euch fürs Anschauen und dir, Moritz, gebührt der meiste Dank fürs Spiel. Jetzt 5 Minuten Schwärze für Moritz, um ein bisschen zu reden. Danach geht's zum Titelscreen. Wirklich? Ey, geil! Okay, okay, perfekt. Perfekt. Warte, kann ich jetzt Enter drücken? Ich kann Enter drücken. Wie geil ist das denn? Matze, dafür liebe ich dich umso mehr, weil das ist perfekt das, was ich gebraucht habe, weil im Titelscreen Matze und Alex ununterbrochen rumschreien. Ach, wenn ich zu viel stirb. Nein, ich werde jetzt reden und ich werde jetzt nicht weiter skippen, weil ich den schwarzen Bildschirm wirklich brauche. So, das, werte Freunde, war Moritz Vater 2 Martinin, ein Projekt von Chainsaw Man 16 gemacht in seiner eineinhalbmonatigen Phase, wo er kein Internet hatte, wo er seine Zeit nutzte, um dieses Spiel zu programmieren. Das Spiel hat ungefähr 60 bis 80 Stunden Arbeit gekostet ihn. Er hat die Sounds eigenständig gemacht, er hat alles komplett eigen gemacht, natürlich auf der Basis von einem RPG-Maker, aber trotzdem eigentlich so ziemlich alles, bis auf die Grafiken, aber ihr wisst, was ich meine. Ich kann euch nur als Vergleichsmittel geben, um das mal eben zu erklären, dass eines meiner RPG-Spiele, die letzten, die ich für Matze gemacht habe, die natürlich schlecht waren, aber trotzdem, das hat allein schon irgendwie 8 Stunden gebraucht für 20 Minuten und dieses Projekt ging jetzt vielleicht, keine Ahnung, 3 Stunden, 4? Sowas um den Dreh rum und das ist eine Scheißmenge an Arbeit. Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass Moritz Vater 2 Martian Inn auf der Reihe der Let's Plays, die ich am liebsten gemacht habe auf YouTube, ganz weit oben steht mit all den anderen grandiosen Let's Plays, Lego Insel 2 von 2010 zum Beispiel, der erste Harry Potter Teil Kammer des Schreckens, den ich gemacht habe, Mass Effect, was übrigens auch noch beendet wird, zu dem gebührenden Zeitpunkt, da sage ich jetzt aber nicht mehr zu. Dort reiht es sich ein und hat seinen rechtmäßigen Platz dort, genauso wie es einen Platz in meinem Herzen hat. Und das meine ich mit vollstem Ernst und ohne Witz, es hat einen Platz in meinem Herzen. Dieses Spiel ist eine Art Liebesbeweis, eine Art Freundschaftsbeweis, eine Art Beweis dafür, dass man 60 bis 80 Stunden in etwas steckt. Nur für mich, für meine Unterhaltung und für euch auch schließlich, denn es war wie im Vorhinein, ja, ich bin so emotional begriffen, ich kann nicht mehr reden, denn es war schon im Vorhinein klar, dass ich das quasi Let's Playen werde. Also war es auch ein Geschenk von Matze an euch und ich bitte jeden, der bis hier gesehen hat, der das Projekt verfolgt hat bis zu diesem wunderschönen Ende, wirklich auch hinzugehen und ihm zu danken. Schickt ihm eine Nachricht, dass ihr euch das Spiel gefallen hat und dass ihr ihm dankbar seid. Schreibt in die Kommentare, Dankeschön, ChainsawMate16, was weiß ich. Macht ein Video, wo ihr ein Schild in die Kamera haltet und nackt seid und sagt, hey, ChainsawMate16, danke für dieses Spiel. Es ist mir egal, aber macht irgendwas. Wenn ihr auch nur hingeht und schreibt ihm einen blöden Kanalkommentar mit Danke, das reicht auch schon. Ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr hingeht und ChainsawMate16 Matze, ich höre jetzt auf, ihn so ChainsawMate16 zu nennen, Matze zukommen lässt, was für eine grandiose Spiel er da abgeliefert hat. Es wird Zeit für ein Resümee. Moritz Vater 2 war in allen Belangen ein unglaublich witziges Spiel, ein Spiel, was einen wirklich bei Laune gehalten hat. Es hatte bewusste Momente, die einen quälen, aber die waren ja auch so konzipiert. Und es war etwas, was ich von vorne bis hinten wirklich gerne gespielt habe und wo ich in jede Episode versucht habe, mein Herzblut reinzusetzen, weil ich wollte ihm auch was zurückgeben. Ich hoffe, es ist an dieser Stelle gelungen, Matze. Ich hoffe, du hast etwas zurückbekommen. Ich hoffe, euch Zuschauern hat es auch Spaß gemacht. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz persönlich sagen, Matze, du bist der absolut beste Mensch, den ich kennengelernt habe. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Danke für alles, das, was du jemals für mich getan hast. Und es ist mir eine Freude, dich in meinem Leben zu haben und dich zu kennen.
Und wir sind schwul, aber leider nicht auf eine physikalische Art und Weise. Das heißt, wir werden zwar immer hetero sein, aber für dich ist in meinem Herzen immer ein schwuler Platz offen. Mein Name ist Mr. Möhr und das war meine abschließenden Worte zu diesem Projekt, zu diesem Titel. Ich danke euch allen herzlich fürs Zuschauen, für die rege Beteiligung unter den Kommentaren, für die enorm hohen Aufrufezahlen, für all die Leute, die endlich wieder auf meinem Kanal aktiv geworden sind, nur um dieses Spiel zu sehen. Es ist mir eine Freude, euch zu unterhalten. Ich hoffe, wir sehen uns auch bei anderen Videos. Bleibt mir treu, bleibt Matze treu, seid weiterhin so charmant, wie ihr seid. Und das soll es auch gewesen sein. Wir werden jetzt hier gerade nochmal einfach weitermachen. Rache für alles. Warum eigentlich? Was mache ich hier? Was? Wieso eigentlich? Was? Was? Nein! Was? Alle. Zolle! Ich war, ich habe eben episch meine Abschlussrede gehalten. Die Welt zerstören. Ich bin nur zu froh. Ich hasse mein Leben. Ich hab eben höchst emotional meinen Abschluss gebracht. Und jetzt kommt sowas. Ich dachte, ich hätte Zeit, um mich zu verabschieden. Lukas ist wieder da und hat eine scheiß Stachelkeule da, die er sogar wirklich besitzt. Das ist nicht gefotoshoppt, natürlich der grüne Part. Aber halt, Lukas hat wirklich eine Keule. Ihr müsst euch uns verfolgen. Los, schreibt das da alle in die Kommentare, wenn ihr es soweit gesehen habt. Warum? Oh. Oh, Lukas kriegt Schwulheit ab, ey. Lukas kriegt unendliche Schwulheit. Bitte lass den Kampf gegen Lukas nicht so lang sein. Ich will mit dem Spiel schon fertig. Ich ertrag das jetzt nicht mehr. Ich hab schon abgeschlossen. Und Alex, schreit mir nervig ins Ohr. Halt die Fresse, Alex. Nee, jetzt gibt's keine Liebe mehr. Jetzt bin ich angepisst. Was soll das denn? You have no match for the king. Oh, fick dich doch einfach, Lukas. Bitte. Ich will nicht mehr. Ich dachte, du wärst weg. Ich dachte, wir hätten Ruhe und Frieden. Aber anscheinend bist du hier nur am... Ich sag dazu nichts mehr. Hört einfach zu. Nee, ich sag jetzt wirklich nicht mehr. Ihr dürft diesen Kampf jetzt erleben und im Hintergrund euch anhören, was Matze und Alex dazu zu singen haben, weil ich bin emotional gerade von einem höchst emotionalen Hoch mit Tränen in den Augen und Liebe im Herzen zu dem Kampf gegen Lukas gekommen, ohne Pause. Nein. Gut. Puh, Scheiße. Wir kennen dieser Stelle immer so anders. Oh nein, es kommt nicht schon. Weich. Okay. Kann es sein, dass ich Lukas gar nicht besiegen kann? Hast du mein Leben? Ich müsste mich eigentlich das gar nicht mehr fragen, wieso du Bücher eigentlich bist. Ich bin drum und wurde bei Schweine aufgewachsen. Alex, du kannst nicht singen. Das klingt wie, als, wie eine Katze, die gerade von Lukas getötet wird und seine Keule. Wollte ich nur mal so anmerken, ne?
Hä? Okay, los! SSI Hitler sterben! Oh, so endet das Spiel! Und schön! Toll! Na, wenigstens bin ich erlöst! Danke, Lukas, dass du mich mit deiner dummen Keule getötet hast! Game over! Wow! Toller Abschlussbildschirm! Oh Mann, ey! Mann! Ich habe meine Abschlussworte schon gesagt, ich danke euch fürs Zuschauen. Mein Name ist Mr. Mörr. Das war das Spiel von Chainsaw Man 16. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.